Es ist ganz schön und es macht allen Spaß. Es ist voll cool, interessant und das ist eigentlich ganz witzig. Ganz gut, muss ich sagen. Umfangreich, also. Ja. Da kann man ziemlich viel lernen. Und also, macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es eigentlich auch voll lustig, cool. Es ist cool, da, wenn man die ganzen Projekte macht. Gefällt mir ganz gut. Es gefällt uns gut. Gut. Ja. Es ist kein normaler Unterricht. Ich finde es nicht gut organisiert. Also mir gefällt es sehr gut. Ja. Im Projekt Mach es gleich, Gender in Schule, geht es darum, einen Gender-Prozess in Schulen zu bewirken, sie für das Thema Gender zu begeistern. Da hat sich das Mädchenzentrum Amazone gedacht, was gibt es Besseres, als ein Fest dazu zu veranstalten. Ein Fest macht Spaß und mit Spaß lernt sich's bekanntlich am besten. Das Gender-Schulfest ist auch ein Beispiel dafür, wie das ganze System Schule mit allen Beteiligten, also Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, die Schulleitung und die Eltern erreicht werden kann. Die vielen verschiedenen Zugänge zum Thema Gender und Schule zeigten sich in den 5 Workshops, in denen zum Beispiel neue Begriffe für eine geschlechtssensible Sprache erfunden wurden, der Zusammenhang von Geschlecht, Kultur und Bildung spielerisch erlebt wurde, Gender in Bezug zu Sexualität und Rollenbilder gesetzt wurde oder eine Gender-Schnitzeljagd durch das Schulgebäude gemacht wurde. Wir sind gerade erst jetzt gekommen und haben eigentlich schon der Trubel bewundert, eigentlich, was da los ist, was da läuft. Und Lone ist jetzt eigentlich überrascht, oder? Da hat man so einen Zettel gekriegt, ja. Und da hat man zum Beispiel schon eine Bäuerin und da ist irgendwann mal so auf Bauer. Ja, auf männliche Form oder auf weibliche Form. Und davor haben wir noch Rätsel gemacht. Im Physikraum bei dem Erfindungenrat, wer das gemacht hat, Mann oder Frau, das war lustig. Da sagt man zu, wo man halt sich nicht gedacht hat, was er erfunden hat. Mir hat das mit dem Schreier voll Spaß gemacht, also war voll lustig. Ja, und das mit dem Schreibwettbewerb, das war auch ganz gut. Ja, von 102 oder 3 Dezibel. Keine Ahnung. Wir waren in der Schulküche und haben da so Kochfotos gemacht. Kochen hat kein Geschlecht, dass es einfach nicht so ist, dass die Frau immer in der Küche stehen muss und der Mann schafft. Also ich bin bei er oder sie gewesen, da hat man so Fotos gehabt und hat man entscheiden müssen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, ich habe es angeschaut, der Unterschied zwischen Mann und Frau, und das habe ich ganz lustig gefunden, dass da alles für den Kohl ist. Ich und Katharina waren noch bei der Schnitzeljagd. Wir haben gefechtet, wir waren beim Sprich Ach. Alle an. Wir waren beim Cocktail Koffer. Dann habe ich so einen Quizpass gemacht. Jo. Ich war einmal beim Sexualworkshop, bei Sie oder Er und bei der letzte war es nicht. Aber es hat mir im Großen und Ganzen selber gefallen und ich habe viel mitgenommen. Also wir waren schon beim Workshop freche Früchte und sprich alle an. Und dann haben wir uns halt so mit so Sachen halt so schlagen so können. Gute Dinge, ja. Also ich glaube nicht, dass es das wichtigste Thema ist in dem Alter von 13 bis 14 Jahren. Aber es ist gut, wenn man es mal anspricht. Ich habe 2 Söhne und eine Tochter und da ist das Thema natürlich sehr präsent. Ich habe versucht, die Kinder also nicht zu viel Rücksicht auf das Geschlecht zu nehmen, sondern doch irgendwie gleich zu erziehen. Ich finde es gut, dass sie solche Stationen machen, dass sie immer wieder Projekte machen in der Universität Hauptschule oder Mittelschule mittlerweile. Und ich finde das einfach eine tolle Geschichte, weil Kinder durch Projekte eigentlich sehr viel lernen. Beim Gender-Schulfest gab es auch 6 interaktive Stationen, die humorvoll Geschlechtsstereotypen hinterfragten. Wie zum Beispiel die Gender Kitchen, die das Thema Kochen und Geschlecht behandelte, oder Lautstark, die dem Vorurteil Jungen sind lauter als Mädchen begegnete, oder das Gender-Schulquiz, das auf der Playstation gespielt wurde. So feierte die ganze Schule einen Vormittag lang das Thema Gender und hatte ganz viel Spaß dabei. Ja, Genderfest ist sehr cool. Ja. Aber richtig gut. Ja, und es macht Spaß.
Ich finde es ein gutes Fest, also es ist wichtig. Das könnte man öfters machen, so ein Fest. Ja, also wir können es wiederholen für die anderen Klassen. Es ist voll das coole Fest, also es gefällt gut. Hoffentlich macht man es in der vierten Klasse wieder, ich glaube eher nicht. Und ja. Ganz gut. Uns gefällt es wirklich ganz gut. Ja, mir gefällt es sehr gut. Ja, ja, das ist jetzt wieder gut. Ja, stimmt. Ja. Und nächstes Mal haben wir dann noch mehr Cocktailgutscheine.